sind das hier für Anforderungen? So, bitte. Das ist doch die Meckertante. Geht die Unglückliche nach Hause, ne? So, interessante Farbkleiderwahl. Ich beobachte sie nicht. Ich warte einfach nur, dass sie mit sagen. Gut, weil das schon mal festhalten. Ah, oh, wollen sie jetzt auch noch hier mich stören, hier bei meiner Pause gerade? Ja, bitteschön, verbissen sie sich. Ups, habe ich nicht gesagt. Kommen sie gerne wieder, meinte ich natürlich. Ja, das Wasser ist gekühlt eben. Ungebratener Vogel. Und dich brate ich auch noch, damit das auch noch schmeckt. Da kann ich mich auch noch Geld mitmachen. $24,20, Leute, das ist die Preisgestaltung, die ich haben möchte. Ich möchte die Centbeträge. Ich möchte wirklich im Millimeterbereich arbeiten. Ne? Latze. Mr. Popper ist auch hier. Ne? Ich mache mich natürlich auch noch lustig über das Äußerliche. Das ist alles hier mit drin. Alles in der Servicepauschale inkludiert. Ne? Lippenstift, haben sie eine Menge drauf, die Dame. Kaffee auch noch. So, 35, 60. Klasse. Wie sieht's mit dem Lagerbestand hier aus? Toast, haben wir das noch? Milch ist alle. Um Gottes Willen. Oh, James Bond ist wieder da. Nudeln und, was wollte ich? Nudeln und Brot. Komm gleich. Ja. So, ich komme rüber. Ach, wegen einem Puderzucker. Mr. Bourne, Sie sind doch besser. Sie sind besseres als das. Sie können auch noch was anderes mitnehmen. Können Sie einen Job für mich klar machen? Beim MI6? Nee? Okay. So, ich will ganz kurz die Sachen reinholen, bevor das wieder ausverkauft ist. Die Nudeln sind zu teuer. Er geht wieder. Gut, dann möchte ich mich natürlich... Ach, Kunden verloren. Ist doch nicht so teuer. Oh, 4,30, okay. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben zwischendurch. Nee, das wollte ich gar nicht. Sie können schon mal die Sachen aufs Band legen. Bin dann gleich für Sie da. Zweimal Nudeln gekauft. Okay. So. Ach, einmal Käse, ja. Hier, bitteschön, $4 einmal durchziehen. Dann passt das, ne? Wir sind gleich beim 1000-Dollar-Marke. Liebe Kundin, wir haben gleich die 1000 $ geknackt. Ist das nicht klasse? So. Ja. Achso, sie haben Bar. Sie wollen Bar bezahlen, okay. 23,60. Tschüss, mal lieber. Tolle Frisur übrigens, mag ich. Sie sind hässlich. Tschüss. Am Hausverbot hier. Mag ihre Nase nicht. Ist ein bisschen dunkel da. Ich könnte mal ein paar Lampen anbringen. Oder die einfach umjustieren. Nicht, dass die Leute hier auch noch klauen. Aber bei den Preisen lohnt sich das doch nicht zu klauen, Leute. Also ich bin da wirklich ganz unten im preisgünstigen Segment. Da bewege ich mich. Guck mal, hier kommen nochmal Geschäftsleute. Die haben gerade alle Feierabend. 21, bitteschön. 57, so. Hier, zack. Oh, hier wird wirklich nochmal schön eingekauft. Das ist... Zahlt sich auch wirklich aus. Ach so. Sorry. Hatte gerade einen kleinen Delay im Hören. Will ja auch noch was? Na, dann kriegt er auch noch was. Ich mach für Sie. Ja, dann kommen Sie doch nochmal rein. Ist doch kein Problem. Mitternachtsshopping.
Ich habe die Angebote drin. Glauben Sie mir, das ist günstiger als tagsüber. Jo, bin da. Zack. Der Käse ist zu teuer, da mache ich ihn live jetzt günstiger. Nur für Sie. Das geht doch 60 Cent über Marktpreis. Ich auf 3,90. Aber mehr geht, weniger geht nicht. Sie sollten noch Geld haben, oder? Stehe ich nicht. Ist ein riesiger Vogel. So. Beenden wir den Tag. Acht Leute fanden die Produkte so teuer. Aber guckt euch die sonstigen Sachen an. Hier 21 zufrieden. Immer genug da. Und wir haben $349 plus gemacht. Jetzt sind die Nudeln wieder im Preis gestiegen. 4,50 kosten sie jetzt nämlich wieder. Das ist doch in Ordnung. Käse müssen wir kaufen. Mehl. Ist voll. Käse, Mehl, Tee. Eier gehen noch. Brot und Öl. Haben wir. Dann, next step. Zurückzahlen. Und einmal Rechnung. So, und wir sind jetzt bei 963. Uns geht's gut. Wir sind auf einem guten Weg eines Imperiums. Einer Dynastie. Sandwich, immer ein Topseller, auch immer lecker, schön frisches Weißbrot, klasse. So, hier unten, perfekt aufgegangen. Immer volle Regale, ich mach schon auf jetzt direkt. Bitteschön, kommen Sie alle rein. So, die hinteren Sachen, die vergammeln dann auch nach einer Zeit. Weil ich die nicht wieder nach vorne packe, aber das merken die nicht. Die gucken da leider nie drauf. Habe ich nicht. Mir fehlt noch Puderzucker und Mehl. Hab ich vergessen, ne? Oh, ist ja kein Problem. Zack, wunderbar. Okay. Ist ein bisschen unordentlich, aber das wird sich ja bald ändern. Okay. So. Fröhliche Shoppen erstmal wieder. Ab Level 10 kriegen wir unseren Kassierer, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Oder Kassiererin. Weiß ich noch nicht. Wunderbar, das läuft auch. Oh, der muss sich bücken da. Was ist denn das? Müsli! Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. So, ist doch kein Problem. Kaffees auch alle. Das gibt's nicht. Direkt zweimal. Auf Reserve. Die Kasse ist auch gleich belegt. Oh, sorry. Sorry, Männer. Beim nächsten Mal geht's schneller. Ich habe gerade kein Wechselgeld gegeben. Kann das sein? Egal, das ist eine Aktion gewesen. Das war eine Aktion, einmalige Aktion. Es gibt nie wieder was umsonst.
Okay, danke. Sonnenbrille. Schöne Brille, muss ich ihm wirklich mal sagen. Tschüssi. So, wenn sie Fragen haben, einfach fragen, ne? Auch wo das Wasser herkommt, kann ich ihnen alles erzählen, ist kein Problem. 33, 70. Guck mich einmal um. Aha, Milch. Haben wir gar nicht, aber leere Kartons. Gib ich mir direkt zwei. Jo, 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 ich bin noch hier. Ein, zwei Brot hier machen so Panik. Ja, die Milch ist jetzt wieder da, tut mir leid. Was können wir mit den 1000 Dollar schon, können wir da jetzt schon was erreichen? Ich könnte mir noch Regale holen, aber... Oh, wir müssen noch 5, dann haben wir 200. Das müssen wir nur noch Level 10 werden. Den Abschnitt lohnt sich jetzt noch nicht zu holen. Lager kostet 800 Dollar. Lohnt sich für mich, finde ich, auch noch nicht. Boah, und das kostet auch Kohle. Hier Name ändern, Position, Eingang. Aber interessant, dass das geht. 400 Dollar für die andere Lizenz sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte erstmal mit dem, was ich habe, Fortschritt machen, weil sonst habe ich zu viel. Denn das schaffe ich gar nicht allein, alles nachzufüllen und so. Logistisch ist das für mich nicht möglich. Eine Milch, ja. Jetzt wollen sie noch was zurückhaben. Ist das nicht peinlich? Finden Sie das nicht peinlich? Sollten Sie sich schämen, ein bisschen, mit dem Pferdeschwanz. Ne? So, danke, Sir. Karte, bin ich immer ein Freund von. Ist kein Problem. Jeder Betrag ist hier mit Karte möglich zu zahlen. Sei ja noch so klein. Hier, das hole ich mal rein, die Milch. Muss ja dann da draußen nicht vergammeln. Hier ist ein leerer Karton. Das stört mich massiv gerade. Auch leer. Auch leer. Das ist immer wieder dieses Drecksschild, was ich da vergesse, wieder runterzunehmen, wenn ich kurz weg bin. Eine Packung Puderzucker kostet 6 Dollar. Man leckt mich fett. Milch ist ihm zu teuer, ja. Kauf keine Milch, bitte. Auf dein Geld kann ich auch verzichten. Was ist denn mit der Milch? Mach mal auf 3. Ich hab schon gleich leer gekauft. Hallo, danke. Kommen Sie rüber, kommen Sie rüber. 41, das schmeckt. Ich würde sagen, das schmeckt hier in meiner Kasse, Ihr Geldbetrag. Oh, 23 Dollar auch, aber nicht so viel wie davor. So, jetzt kommt doch eigentlich nochmal so ein Schwung, oder nicht? Da sind sie nämlich schon. Ne, jetzt kommen nochmal die Bodybuilder auch. Nach dem Sport wollen sie nochmal kurz einen Snack holen. Immer schön auffüllen hier. Das war falsch. Direkt in die Mülltonne. Jo. Unterwegs. 9 Dörderchen,
Oh, das habe ich gespürt, dass er da eine Menge einkauft. Das schmeckt. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ja, ja. So. Beenden wir den Tag. Habe ich was bezahlt? Ich habe die Rechnung alle bezahlt. Am Anfang, glaube ich, direkt, ne? Ja, Miete, Rechnung, genau. Hier sieht man es ja nochmal.